glaube, wir legen einfach mal los. Wir kommen in die zweite Session. Es geht um Imaging und die Idee ist ja so ein bisschen, das ist ein Impuls, der Sie ausrüsten soll mit Wissen, um die Fragen unserer Fälle, die danach kommen, beantworten zu können. Und bei der Bildgebung ist es ja so, dass wir eigentlich alle schon lange wissen, dass der reine klinische Ansatz und die Entscheidung über eine Koronarangiographie eine total schlechte Ausbeute von so ein bisschen mehr als 50%, also Münze werfen hat, was eine stenosierende koronare Herzerkrankung anbetrifft. Und dafür gibt es zwei Lösungsansätze und wir werden in den Fällen beide Lösungsansätze kennenlernen. Das eine ist die Funktion des Herzens zu betrachten, also insbesondere die Ischämie. Das können Sie mit dem Echo, mit dem MRT oder Nuklearmedizin machen. Wir werden natürlich über MRT reden. Sie können das nicht invasiv anatomisch tun oder eine Kombination aus beiden Methoden in einer Modalität oder in verschiedenen Modalitäten hintereinander machen. Und spätestens seit 2019 wissen wir auch, dass dieser Ansatz nicht direkt aus klinischer Entscheidung invasiv zu Koronarangiographien der richtige ist. Die 2019er Leitlinien der ESC leben uns das vor und sie prägen den Begriff der klinischen Wahrscheinlichkeit. Und wenn die klinische Wahrscheinlichkeit für einen Patienten, der zu uns kommt, ein KHK-Novize mit Angina pectoris sehr niedrig ist, dann sollen sie nichts machen. Wenn sie extrem hoch ist, und da ist die Rede von instabilen Patienten, dann sollen sie direkt kathedern. Und dazwischen gibt es Bildgebung anatomisch im CT oder halt funktional im Echo, im MRT oder in der Szintigraphie als Ischämietest. Warum ist das so, dieser Paradigmenwechsel? Der liegt einfach daran, dass a, die Methoden sich weiterentwickelt haben und b, die Häufigkeit der koronaren Herzerkrankung viel, viel geringer ist in unserer westeuropäischen Bevölkerung, als wir das angenommen haben. Das haben wir so in den 70er, 80er Jahren geglaubt. Tatsächlich ist aber die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer. Also die statistische Prästestwahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit einer koronaren Herzerkrankung. Also ein Mann mit 70 plus Jahren hat bei typischer Angina eine 52-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine stenosierende koronare Herzerkrankung. Das würden wir so aus der alten Erfahrung gar nicht glauben mögen aus unserer klinischen Routine, so wie wir sie kennengelernt haben. Aber das entspricht den tatsächlichen Daten. Und neben dieser mathematischen, epidemiologischen Betrachtung sehen die neuen Leitlinien den Begriff der klinischen Wahrscheinlichkeit geleitet durch unser ärztliches Tun. Und das finde ich ganz beachtlich, weil kein Koronarkalk zu haben und 175 Watt Fahrradergometrie leisten zu können, erniedrigt die klinische Wahrscheinlichkeit neben der Prätestwahrscheinlichkeit nochmal deutlich. Und wenn man das alles zusammentut, also epidemiologisch guckt und klinisch, und was wir alle jeden Tag machen, dann kommt man zu der richtigen klinischen Einschätzung. Lösungsansatz Nummer 1, MRT. Ischämietest. MRT, das ist in kurzer Wiederholung, und Sie werden es noch viel besser in den Fällen sehen, die Methode, die Ischämie, Funktion und Gewebe, also Late Enhancement, in einer Methode, in einer Modalität ohne Strahlenexposition kombiniert. Und in diesen drei Modalitäten einen unauffälligen Befund zu haben, hat eine unglaublich starke prognostische Sicherheit. Hellblau sind Patienten, die haben keine Ischämie und keine Narben, keine Infarktnarben oder Myokarditisnarben whatsoever. Die haben eine Überlebensrate von, eine Sterberate, Major Adverse Cardiac Events, also Herzinfarkt und Tod, von weniger als 1% pro Jahr. Das entspricht der Normalbevölkerung. Und ganz schlecht sind diese türkisfarbenen dran, die sowohl eine Ischämie als auch ein Late Enhancement haben. Die haben eine Ereignisrate von fast 10% in 5 Jahren. Also unglaublich sicher die Aussage, ein normales MRT, Stress-MRT in Funktion, Ischämie und Narbe, große diagnostische Sicherheit. Eine zweite Studie, die nochmal untermauert, wie sicher wir mit diesem Ansatz sind, denn wir sind ja immer in Sorge für unseren Patienten mit Angina irgendwas zu verpassen, wenn wir uns nicht für eine invasive Diagnostik entscheiden, kommt von Eike Nagel, damals in London, jetzt wieder zurück in Frankfurt, MR-Inform. Und Eike hat damals zwei extrem kranke Patientengruppen betrachtet und in verschiedene Pfade gebracht. Patienten mit typischer Angina, CCS 2 bis 3, und die sollten mehr als 3, muss dort stehen, Risikofaktoren haben und einen positiven Belastungstest, also Angina beim Fahrradfahren auf dem Ergometer. Und die einen wurden kathedert, es wurde invasiv mit einem Draht die Ischämie als Flussreserve gemessen, die anderen bekamen MRT und wurden nur bei Ischämienachweis kathedert. Und das eine Wichtige ist, dass die Ereignisrate bei all diesen Patienten mit stabiler Angina pectoris unter 4% pro Jahr lag.
Das heißt, abzuwarten, nachzudenken und einen nicht-invasiven Test zu machen, hat die Patienten nicht wirklich gefährdet. Und dann waren beide Ansätze auch noch nicht signifikant unterschiedlich. Also sehr, sehr sicher. Und wenn man in die Daten noch mehr reinschaut, sieht man, dass beide Patientengruppen keine signifikanten Unterschiede in der Angina pectoris-Rate hatten und dass die Revaskularisationsrate, also die Koronarintervention in der MRT-geführten Gruppe, niedriger war. Man war also auch noch präziser. Betrachtet man das Ganze von einer gesundheitsökonomischen Perspektive, und das haben wir mit der Gruppe aus Lausanne gemeinsam gemacht, dann ist, egal auf welches Register man jetzt schaut, auf europäische, globale Daten, amerikanische Daten, spart man so 30-50% Krankenhauskosten oder Arzt- oder Gesundheitswesenkosten, wenn man den Leitlinien folgend einen nicht-invasiven Weg in dieser mittleren klinischen Wahrscheinlichkeitsgruppe wählt. Also es ist sicher, es ist komfortabel für den Patienten, es passiert ihm nichts und es ist auch noch kosteneffizient. MRT, und auch da werden Sie, denke ich, einen Fall zu sehen, bietet aber nach der Kontrastmittelgabe, die Sie für den Stresstest brauchen, auch noch die Möglichkeit, das Gewebe zu differenzieren. Das machen Sie mit dem Late Gadolinium Enhancement. Was krank ist, wird hell. Und was ischämisch, also infarktkrank ist, ist subendokardial oder transmural. Alle anderen Formen von Schaden haben andere Verteilungen. Die sind im Myokard oder unter dem Epikard, also anders. Und eine besondere Indikation, die sich jetzt etabliert ist, die MRT-Diagnostik bei einem akuten Koronarsyndrom mit normalen Koronararterien. Das ist gar nicht so häufig. Patienten mit N-STEMI oder sogar STEMI-Konstellationen haben in der invasiven Diagnostik, die dann total leitliniengerecht und richtig und lebensrettend ist, aber normale Koronararterien. Und dadurch, dass wir jetzt im MRT auf die Nekrose später Narbe blicken können, können wir differenzieren. 25% werden wir trotzdem nichts finden. Das werden dann seltener Kardiomyopathien oder auch eine Fehlinformation sein. Die anderen haben Minorca, die haben tatsächlich einen Infarkt bei normalen Koronararterien. Dann gibt es diese Stresskardiomyopathie, Takotsubo und die Myokarditis. Das heißt, nach der Diagnose des akuten Koronarsyndroms, der normalen Koronarangiografie, stehen sie nicht ratlos da, sondern können endgültig dem Patienten eine Diagnose bieten, denn eine nicht stenosierende koronare Herzerkrankung, aber mit einem Infarktmuster wird anders behandelt als eine Myokarditis. Das ist ja völlig klar. Also das ist das Setup für die MRT-Diagnostik. Idealer Ischämietest bei KHK-Verdacht, besser als Sinti und Stressecho. Ich glaube, das muss ich nicht mehr erwähnen. Sie kombinieren alles in einer Untersuchung und sind beim akuten Koronarsyndrom differenzialdiagnostisch total hilfreich und können beim chronischen, das habe ich jetzt mal weggelassen, durch die Ausdehnung der Narben Aussagen darüber machen, ob sich solch ein Gebiet nach Revaskularisation, nach einer CTU, also nach einer Öffnung einer chronischen Verschluss einer Koronararterie erholen wird. Lösungsansatz Nummer zwei. Der Lösungsansatz Nummer zwei ist der anatomische. Nicht-invasive Koronarangiografie im CT. Auch das finden Sie in den Leitlinien. Sie finden die Koronar-CT-Diagnostik allerdings bei der etwas geringeren klinischen Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu den Ischämietesten, die eher im mittleren bis hohen Wahrscheinlichkeitsbereich angeordnet sind. Warum das so ist, ist reine Statistik, sehen wir gleich nochmal zur Wiederholung als Vorbereitung auf unsere klinischen Fälle. Die Herausforderung beim CT ist natürlich die, dass die Koronararterien gemeinerweise sich mit Atmung, Herzschlag bewegen, dass sie einen geringen Durchmesser haben, dass man den Verlauf nicht immer so vorsagen kann auf dem Millimeter, genau wie man sich das als Bildgeber wünschen würde, und dass sie einen geschlängelten Verlauf haben. Und dadurch sind besondere Herausforderungen an die räumliche Auflösung gestellt, an die anatomische Erfassung des gesamten 3D-Datensatzes, an einem Atemanhalt und die Beziehung zum EKG, also als EKG-Triggerung. Die technische Entwicklung, die durften wir seit Ende der 90er Jahre mitmachen, 4 Zeilen, 16 Zeilen, 32 Zeilen. Jetzt ist eigentlich ein schnelles 128-Zeilen-Gerät oder ein Dual-Source-Gerät mit schnellen Tischvorschub State of the Art. So sieht das bei uns von innen aus. Es gibt jetzt noch neue Detektoren mit Photon-Counting. Da bin ich auch mal gespannt. Werden wir wahrscheinlich auch investieren, ob das nochmal einen weiteren Sprung bringt. Wir haben im Grunde immer eine Investition Stufe ausgesetzt, weil die Geräte sind ja auch unglaublich teuer. 100 Millisekunden zeitliche, 0,5 räumliche und die Schichtdicke 0,5, das ist so State of the Art, was Sie eigentlich verlangen müssen und müssen das natürlich auch entsprechend dann technisch beherrschen. Aber das Geheimnis bleibt, und das sage ich immer wieder, die Isotropie.
ist ein toller Begriff. Was steckt dahinter? Es ist das einzige Verfahren, was Ihnen ein Bildvolumen, ein Quader anbietet, der in allen drei Orientierungen des Raumes gleich lang ist. X, Y, Z gleich lang. Und das klingt jetzt so banal, ja, haben wir ja, aber das bedeutet, dass ich aus einem solchen Datensatz mit gleicher Qualität jede beliebige Ebene rekonstruieren kann. Also das ist wirklich das Top-Geheimnis neben der Geschwindigkeit und der Detektorstärke und der Detektorzahl und der Qualität der Detektoren. Das ist tatsächlich dieses Reformatierungspotenzial. Und natürlich das Triggering zum EKG, das Anpassen ans EKG. Der ideale Patient hat also eine langsame Herzfrequenz, der hat seine Atemkommandos verstanden, der ist schlank, der hat wenig Kalt und eine gute Nierenfunktion. Den hätten wir am liebsten, kriegen wir leider nicht immer. Trotzdem werden die Bilder zunehmend gut und Sie können eigentlich praktisch fast jeden Patienten mittlerweile schicken. Und das bei einer geringen Strahlendosis, die liegt bei so einem Dual-Source-Scanner bei 1 Millisievert circa. Und sie hat sich in den letzten Jahren hier von pink auf blau, würde ich das mal nennen, deutlich reduziert, weil die Geräte besser wurden und weil die Menschen mehr achten darauf, wie man die Strahlung sparen kann. Die iterative Bildrekonstruktion ist die KI in dem CT-Gerät, die mit weniger Bilddaten mehr Bilder macht. Also das ist sozusagen unser Rechentrick. Ich verstehe das mathematisch nicht mehr, obwohl ich Mathe-Leistungskurs hatte, aber zum Glück gibt es Ingenieure, die sowas weiterentwickeln. Die Genauigkeit kommt ziemlich dicht dran an die Herzkatheteruntersuchung. Fälle sehen Sie ja noch gleich. Sie ist aber noch nicht im Bereich der räumlichen Auflösung, aber der negative prädiktive Wert ist hoch. Also die Ausschlussqualität einer koronaren Herzerkrankung ist sehr, sehr zuverlässig. Das ist der negative prädiktive Wert durch eine hohe Sensitivität. Und darüber hinaus, Sie können also eine koronare Herzerkrankung zuverlässig ausschließen, wenn wir das schreiben, ist das so, und können sich darauf verlassen, können Sie auch die Stenose gerade klassifizieren mittlerweile. Das geben die Geräte her. Und Sie können, das werden wir nachher sehen, auch die Plaques beschreiben. Ja. Schauen Sie in die Befunde. Sie sollten das CAD-RAD-System erwarten, ein Befundgraduierungssystem, wo auch die Plaque-Morphologie, Bypass-Systems und Ähnliches beschrieben werden. Und naja, das ist klar, je schwerer der Befund, desto schlechter die Prognose. Aber achten Sie auf dieses Detail, CADs, RAS-Score so und so. Da gibt es sogar Listen, wo da eine RIC steht, hier macht man noch einen Stresstest oder hier kann man direkt kathedern. Das sollten Sie von unseren Befunden so sehen. Normale Koronarien, 1, 2, 3 Gefäßerkrankungen, all das bestimmt die Prognose. Mittlerweile sind 50.000 Patienten in diesen Registerdaten extrem prognostisch gut in der Einordnung, was mit ihrem Patienten passieren wird. Zwei Studien kurz, die man, glaube ich, kennen muss, um zu wissen, warum CT so erfolgreich ist. Die eine geht in das Gesundheitswesen der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da ist es so, dass eigentlich der Kardiologe gerne Szintigraphien macht, weil er damit viel Geld verdient. Sage ich jetzt mal bösartig und teilweise auch jährlich. Und dort zu bestehen, musste CT erstmal zeigen, dass es genauso gut ist wie so ein Szintigraphie-Ansatz. Und das konnte Promise hier aus dem Mass General die Studie zeigen, dass die Qualität prognostisch bei CT und einer funktionellen Bildbedingung in der Szintigraphie ziemlich gleich ist. Und was ich noch viel beeindruckender wiederfinde, ist 3% Ereignisrate. Also wir reden von Patienten, die nicht so vital gefährdet sind, wie wir vielleicht glauben. Nachdenken, Bildgebung machen, schadet dem Patienten nicht. Zweite Studie, jetzt gehen wir in ein ganz anderes Gesundheitswesen und ich glaube, man kann das immer nur verstehen, wenn man das in den Gesamtkontext der Menschen, die damit dann medizinisch arbeiten müssen, sieht. Die geht nach Schottland und im Scott Heart Trial hat man die harten Kriterien des britischen Gesundheitswesens, also praktisch nichts tun, bis man einen Herzinfarkt kriegt, sage ich mal bösartig, verglichen mit der Möglichkeit, ein CT zu machen. Jetzt würde man ja sagen, da entsteht ein Overuse, Patienten kriegen dann sinnlos mehr Katheter und es kommt nichts bei rum. Es war aber nicht der Fall. Vielleicht funktioniert sowas auch nur in Großbritannien und bei uns wird das nicht funktionieren. Die Ereignisrate war bei dem CT-geführten Pfad, also bei der Möglichkeit, dass der JP, der Hausarzt, zuweisen konnte zum Kardiologen oder Radiologen für ein CT. Dieser Weg war prognostisch viel besser, weniger Infarkten, weniger Ereignisraten. Und wenn man in die Daten guckt, also viel besser prognostisch, klar, wenn man in die Daten guckt, war ein auffälliger Unterschied, dass alle Patienten mit CT mehr Betreuung bekamen. Die bekamen alle Aspirine und Statine, die waren häufiger bei ihrem Hausarzt, sie wurden einfach besser betreut. Also im Gesamtkontext, jetzt nicht überraschend, wenn man es so erklärt, aber es zeigt einen Weg unserer Patienten, von dem die profitieren. Bei weniger Invasivität.
Beim akuten Koronarsyndrom, das nur kurz, funktioniert das auch in der Notaufnahme. Das funktioniert überwiegend wieder nur in den USA, wo man halt nicht so schnell invasiv wird aus Haftungsgründen. Auch da sind die prognostischen Daten sehr gut für alle Patienten mit normalen und unklaren Troponinen und Brustschmerzen in der Notaufnahme. Hat ein CT-Approach in den ESC und den American Heart Guidelines eine 1A-Indikation. Also auch da können wir es klinisch einsetzen, machen wir auch zunehmend. Und die letzte Entwicklung ist halt die fraktionelle Flussreserve, also die Durchblutung über die Kontrastmitteldichten und die Datensätze über so ein KI-Modul auszurechnen. Keiner ist bisher so richtig davon überzeugt, aber es gibt schon diese bunten Koronarbilder, die nicht nur die Morphologie zeigen und den Plaque, sondern auch zusätzlich die Ischämie in diesem Bereich. Machen wir noch nicht. Auch viele der führenden CT-Experten sind davon nicht überzeugt, könnte aber kommen. Ich lasse das mal so im Raum. Und natürlich vor TAVI müssen Sie das CT nutzen, das ist völlig klar, da werden wir vielleicht aus dem invasiven Part noch was hören. Und wenn Sie die Koronargefäße vor TAVI darstellen mit dem CT, kommen Sie auf ähnlich gute Aussagewerte wie bei der invasiven Koronarangiografie. Also auch hier wäre denkbar, dass man in Zukunft beim bestimmten Patienten auf eine erneute oder eine zusätzliche Koronarangiografie vor TAVI verzichtet. Das alles kann CT, kommt in den Fällen nochmal sicherlich deutlich. Vorhofthromben, Aneurysmata, Aortenklappenthrombose, postinfarzieller VSD und solche dynamischen Bilder. Das ist alles möglich mit den richtigen Geräten und dem richtigen Team. Das lernen Sie ja gleich noch kennen. Abschließend, eigentlich wollen wir ja wissen, welcher Patient ist infarktgefährdet. Und das sind ja nicht die mit der hochgradigen stenosierenden Ein- oder Mehrgefäßerkrankung, sondern die mit einem vulnerablen Plaque. Und in einem Register, und das ist eine Frage, die wir immer hören, der Patient hat ein bisschen Kalk, da ist eine leichte Stenose, braucht er jetzt Statin oder braucht er das nicht? Tatsächlich, das ist die erste Studie, die das zeigen könnte, könnten wir das mittlerweile beantworten. Wenn wir auf diese nicht obstruktiven Plaques im CT gucken und die Patienten mit Statin oder Nicht-Statin behandeln, kommt tatsächlich dabei ein statistisch signifikanter Unterschied bei. Wir haben das immer gemacht und haben geglaubt, es ist eine frühe KHK, das wird schon richtig sein, aber es ist auch tatsächlich richtig. Für Aspirin ist bisher keine Studie signifikant gewesen. Da gibt es ja immer widersprüchliche Ergebnisse auch in der Primärprävention. Für die Statine auf jeden Fall. Also mitnehmen, non-obstructive Plaque, Statins geben. Welcher Plaque ist nun instabil? Plaque-Progression zur hochgradigen Stenose oder dieses Thin Cap Fibroatheroma, dieses instabile arteriosklerotische Etwas, gefüllt mit Lipiden, einer Kappe, die das schützen kann, die aber dünn ist und aufbricht, Plaque-Ruptur, akutes Koronarsyndrom. Und das kann CT halt eben auch. Und das werden Sie in diesen Kadratz-Befunden, die wir machen, auch finden. Wir können das positive Remodeling zeigen. Wir können diesen Lipidsee als servierten Ringzeichen, als Nap Ring-Zeichen zeigen. Besonders niedrige Hounsfield-Einheit, also Low Attenuation, weist auch auf Lipidreichtum, Entzündung und Rupturgefahr hin. Und diese kleinen Spotty Calcification, die machen nicht nur die Bildqualität schlecht in so einem Plaque, sie sind auch mit einem erhöhten Risiko verbunden. Also das wird die Zukunft sein, Plaque-Imaging, um das Risiko noch viel besser zu beurteilen als hier. Das sind nochmal so Beispiele, wie man das im Post-Processing mittlerweile machen kann. Also da geht die Zukunft hin, das Risiko des einzelnen Patienten, den Sie zum CT schicken, noch viel besser zu beurteilen. Also CT, die Lösungsvariante Nummer 2, schließt eine Corona-Herzerkrankung zuverlässig aus, wegen dem hohen negativen prädiktiven Wert. Idealer Gatekeeper bei Verdacht auf KK, ich würde es für mich haben wollen. Verbessert die Prognose, aber auch durch eine gezielte medikamentöse Therapie, Statine bei diesem nicht stenosierenden Plaques. Vermeidet überflüssige invasive Corona-Angiografien, Revaskularisationen. Und vermutlich werden wir unsere Risikostratifizierung über diese Plaque-Bildgebung machen. So viel als Vorinformationen. Noch kurz ein Blick in die Wirklichkeit. Das ist gerade veröffentlicht, das Eureka Imaging Register. Da sind keine deutschen Zahlen dabei. Nehmen Sie nur mit, im europäischen Raum 5000 Patienten, nur 56% werden leitliniengerecht behandelt. Also das ist tatsächlich noch nicht in der Versorgungsrealität aufgetaucht. Das hat sicherlich auch was mit den Krankenkassen und der Bezahlung dieser Modalitäten zu tun. Und von uns in Leit-KK aus den Innovationsfonds mit der AOK Rheinland-Hamburg, auch hier ist die Leitlinienadhärenz auch bei unseren Kliniken in diesen Ballungsräumen auch aufgrund der geringen Verfügbarkeit solcher Bildgebungsmodalitäten recht gering. So, jetzt sind Sie aber bereit
für die Fälle als Infomaterial, um auch die TET-Fragen gut zu beobachten. Und wir wollen jetzt quasi das Pferd von hinten aufzäumen, beginnen mit MRT, mit Christina Karamaku. Sie ist bei uns Funktions-Eberärztin, macht wunderbare Bildgebung für MRT und CT. Und danach kommt Chiara Malzinotti. Sie hat das Fellowship sozusagen gewonnen für 2 Jahre MRT-CT-Ausbildung, startet jetzt und kommt dann mit dem CT. Und dann haben Sie gesehen, das Pferd wird vorne irgendwie ganz nach vorne, da ist Nuklearmedizin, das wollen wir gar nicht. Also Fragen können wir, glaube ich, danach machen. Wir machen einfach direkt weiter, dann sind wir auch noch besser in der Zeit und viel Spaß mit den Fällen.